Wir kommen hier bei der Instagram-Live-Führung im Hotel selber. Darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Eva Schirk und ich möchte euch die nächsten 20 Minuten ungefähr hier durch die Ausstellung begleiten. Es geht heute um ein Spezialthema, um ein spezielles Thema, und zwar Verfolgung jüdischer, nicht-jüdischer Familien in der Zeit der Nationalsozialisten durch die Gestapo. Das ist das Thema. Also das heißt, wir schauen uns an, wie haben Mischehen, sogenannte Mischehen, wie die Nazis es nannten, eben die Zeit überlebt. Da gewährte dieser Stand eben in einer Mischehe einen gewissen Schutz für den Juden, aber der war sehr prekär und konnte jederzeit aufgelöst werden. Das wollen wir uns anschauen an drei Beispielen, drei Familien, die das eben erfahren haben: die Familie Grimminger, Hatje und Josenhans. Kommentare bzw. Fragen, Anregungen gerne jederzeit kann man schreiben, ne? Und ja, meine Kollegin hinter der Kamera, Lea Theresa Berg und ich, wir versuchen dann eben eine Antwort zu geben. Bevor wir aber mit dem Spezialthema anfangen, schauen wir uns einfach kurz an, wo wir hier sind. Wir sind hier im Hotel Silber. Das ist ein Lern- und Gedenkort. 2018 ist er eingerichtet worden. Und da geht es nicht nur um die Zeit der Nationalsozialisten, sondern weit darüber hinaus, nämlich von 1928 bis in die 80er Jahre hinein. So lange war hier nämlich die Polizei, also verschiedene Abteilungen der Polizei saßen hier, unter anderem Kripo, Schutzpolizei, der Direktor der Polizei war auch ab 28 direkt hier und eben auch die sogenannte politische Polizei. Das ist eine Art Staatsschutzpolizei, kann man sagen, sowas wie ein Geheimdienst heute, würden wir sagen. Und der ist 1933 mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten ist er verdreifacht worden, diese politische Polizei. Und dann braucht es eben viel mehr Räumlichkeiten. Deshalb sind alle anderen Abteilungen hier raus und nur die politische Polizei ist hier drin geblieben. Und die wurde 36 dann umbenannt in Gestapo, Geheime Staatspolizei. Vielleicht noch zum Namen Hotel Silber. Wo kommt der her? Liegt einfach daran, dass das Haus tatsächlich mal ein Hotel war. 1874 hat die Familie Silber in Stuttgart dieses gesamte Gebäude hier eben zum Hotel umgebaut. Vorher war es ein Wohnhaus und dann hat man ein Hotel draus gemacht. Bis 1919 war hier auch Hotel drin und dann war kurzzeitig die Oberpostdirektion drin und ab 28 eben, wie gesagt, die Polizei dann. Also der Name Hotel Silber kommt eben noch aus dieser Zeit, hat sich aus dieser Zeit quasi erhalten. Okay, dann gucken wir uns die Familien an. Da fangen wir an mit der Familie Grimminger, Jenny und Eugen Grimminger. Da haben wir einfach, ja, damit man sich's vorstellen kann, damit man ein Bild hat, damit man eine Person mit dem Schicksal verbinden kann, hat Lea die Bilder mitgebracht aus dem Archiv. Die sind normalerweise hier nicht in der Ausstellung, aber wie gesagt, die sind jetzt aus dem Archiv hierher gekommen. Ich zeige mal Eugen Grimminger. Er war Revisor im Württembergischen Genossenschaftsverband und hat aber 35 seine Arbeit verloren, wegen jüdischer Versippung, wie die Nazis es nannten, und weil er auch sehr pazifistische Einstellungen hatte und damit auch nicht hinterm Berg gehalten hat, hat seinen Job verloren, ist dann selbstständig gewesen. Er war im Widerstand aktiv, er war in der Widerstandsgruppe Weiße Rose, also um die Geschwister Scholl. Die Verbindung kam durch den Vater von Sophie und Hans Scholl, Robert Scholl. Der war in der Nähe von Crailsheim Bürgermeister und Grimmingers, die Familie Grimminger wohnte in der Nähe von, also die wohnten in Crailsheim und so kannten die sich. Und seine Tätigkeit im Widerstand brachte ihn dann eben auch vors Gericht. Er kam vors Volksgerichtshof 43. Freisler hat ihn zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt und er wurde ins Ludwigsburger Zuchthaus gebracht. Aus dieser Zeit stammt hier die Bastelarbeit, die man hier sieht. Das ist ein Weihnachtsgruß, ein Silvestergruß gewesen, den er geschickt hat aus dem Gefängnis eben an die Familie, nicht ahnend, dass seine Frau zu dieser Zeit bereits in Auschwitz getötet wurde. Sie hat nämlich direkt, als er verhaftet wurde, beziehungsweise als er verurteilt wurde, hat sie ihren Schutz in dieser Mischehe verloren und ist deportiert worden nach Auschwitz und dort getötet worden. Ihre Schwester Senta Meyer ist schon 2 Jahre früher gestorben, beziehungsweise getötet worden von den Nazis. Sie gehörte zu den ersten, die bei den großen Transporten 41 dabei waren, die Deportationen in die Ostgebiete, die ab 41 eben in großem Stil stattgefunden haben. Da hat die Gestapo hier in Württemberg den Erlass dazu rausgebracht. Der ist hier in der Dorotheenstraße erarbeitet worden. Da ist er zu sehen. Da wird ja genau eben aufgelistet, wer ist daran beteiligt, wer hat das zu organisieren.
Und vor allen Dingen auch, wer hat die, das jüdische, also den jüdischen, de, den Eigentum, das Eigentum von der Juden zu verwalten oder eben, ja, wie wird da vorgegangen? Das ist alles genau aufgelistet worden in dem Erlass und der ist, wie gesagt, hier erarbeitet worden. Bei diesem Transport nach Riga, der hier von Württemberg und Hohenzollern, insgesamt 1000 Juden sind von Württemberg und Hohenzollern dort nach Riga gebracht worden, ins Ghetto. Da haben wir Bilder hier aus Laupheim, auch die Gemeinde Laupheim betraf das, eine große jüdische Gemeinde. Und die Leute sind dort eben abgeholt worden von der Gendarmerie und dann auf den Killesberg gebracht worden. Sieht man unten rechts in dem kleinen Bild der, die Züge eben zum Killesberg. Dort gab es ein Sammellager und die Leute sind dorthin gekommen, die Juden, und dann eben, wie gesagt, ins Ghetto nach Riga gebracht worden. Fast niemand hat diese Sache überlebt. Also hier aus Württemberg und Hohenzollern waren es insgesamt 1000. Wer da betroffen war, das entschied sich oder ist unter anderem auch danach entschieden worden, welchen Grad an Judentum man quasi besaß, ne, wenn man es so nennen will. Die Nazis haben das Judentum ja nicht als Religion eingeschätzt oder gewertet, sondern sie haben eben das als Rasse bewertet. Und diese Rassenideologie, da hat man eben die Juden eingeteilt in Mischjuden und eben Volljuden, je nachdem, wie viele Großeltern, wie viele jüdische Großeltern man hatte. Also es war völlig egal, ob man der jüdischen Gemeinde angehörte, ob man überhaupt irgendwie die Religion ausübte. Man konnte auch zum Christentum schon konvertiert sein, es war auch egal. Wenn man Großeltern, also jüdische Großeltern hatte, galt man automatisch als Jude. Je nachdem, wie viele, man hat ja in der Regel vier Großeltern. Wenn ein Großelternteil jüdisch war, galt man als Vierteljude, wenn zwei Halbjude und wenn drei und vier, dann eben Volljude. Und ja, diese rassistische Komponente, diese Kategorie, diese Einteilung ist Anfang 20. Jahrhundert immer stärker geworden. Die Nazis haben das eben übernommen in ihrer Ideologie und haben da ja so eine Art Pseudowissenschaft draus gemacht aus der Rassenideologie und damit eben aufgrund von angeblichen naturwissenschaftlichen Unterscheidungen quasi minderwertig und hochwertige Rassen eben unterschieden. Und außerdem brachte es natürlich mit sich, dass man auch, wenn man eben jüdische Großeltern hatte, dann konnte man, also das konnte man eben nicht verleugnen. Ne? Man konnte ja, wenn man jetzt zum Christentum konvertierte, um sich eben zu retten, das wäre ja möglich gewesen, aber das war also das war sinnlos. Ne? Das hatte einfach keinen Sinn. Genau. Dann kommen wir zur zweiten Familie. Das ist die Familie Hatje. Auch da Bilder haben wir mitgebracht. Lina und Johann Hatje. Da sind die Eheleute zu sehen und die Kinder jeweils, auch eben um einfach ein Bild, eine Person mit dem Schicksal zu verbinden. Die waren beide in der SPD, sie waren sehr sozial engagiert. Johann Hatje war in der Gewerkschaft, er hat ab 1930 in der Eisenbahngewerkschaft hier in Stuttgart gearbeitet und dann ab 1933 mit Machtergreifung der Nationalsozialisten verlieren sie alles. Sie können, die Partei gibt es nicht mehr natürlich, die Gewerkschaften werden aufgelöst. Er verliert seinen Job dadurch und ja, versucht eben die Familie irgendwie so durchzubringen mit Gelegenheitsjobs und auch Lina Hatje beteiligt sich daran. Und dann müssen sie auch umziehen von der Weißenhofsiedlung in eine günstigere Wohnung und dort 43 beginnt das Martyrium, beziehungsweise 42, Entschuldigung, 42 beginnt das Martyrium von Lina Hatje. Sie ist zu Hause im Dezember am Geburtstag ihres Mannes Johann Hatje. Er geht ins Kino mit Freunden an diesem Tag. Sie als Jüdin darf nicht mitgehen, sie darf nicht ins Kino und muss zu Hause bleiben mit den Kindern. Und dann kommt eben an diesem Abend die Gestapo zu ihr nach Hause, nimmt sie fest und bringt sie hier in die Dorotheenstraße zum Verhör. Ja, Stein des Anstoßes ist eine Weihnachtsgans, die vom Nachbarbalkon geklaut wurde. Es gibt auch, oder es werden auch mehrere andere aus dem Mietshaus hierher gebracht und verhört, aber die werden alle wieder freigelassen. Nur Lina Hatje wird eben in Haft behalten. Sie kommt dann in Schutzhaft, später ins Arbeitserziehungslager nach Rudersberg im Schwäbischen Wald und von dort wird sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Auf dem Weg dorthin schafft sie es sogar noch, eine Karte zu schreiben an ihren Mann. Die haben wir hier. Eine Postkarte schickt sie an ihren Ehemann. Da bittet sie eben darum, dass der Ehemann den Anwalt benachrichtigen soll und der Anwalt soll ein Gesuch einreichen, um sie eben wieder frei zu bekommen. Ist aber sinnlos.
Sie kommt nach Auschwitz und wird dort getötet. Der Mann bekommt dann nur noch ein paar Wochen später eine Benachrichtigung, dass seine Frau angeblich auf der Krankenstation in Auschwitz an einer Sepsis gestorben sei. Und ja, es wird ihm mitgeteilt, dass quasi das Urnenbegräbnis auf dem Urnenhain in Auschwitz auf Staatskosten stattgefunden habe. Später erhält er noch eine Sterbeurkunde vom Standesamt Auschwitz. Dann kommen wir zur dritten Familie. Da müssen wir hier den Raum wechseln, müssen hier einmal kurz durchgehen. Die Ausstellung ist ja chronologisch aufgebaut. Das heißt, wir gehen jetzt auch in der Zeit ein Stückchen weiter. Wir kommen dann 1945 raus in dem entsprechenden Raum. 45, Anfang 45, kurz bevor die Nationalsozialisten eben, also die nationalsozialistische Diktatur zu Ende ging, wird dieser Schutz in einer Mischehe quasi mehr oder weniger aufgehoben. Es werden ganz viele Juden aus Mischehen eben zu Arbeitseinsätzen in den Osten deportiert. Dahinter verbirgt sich ganz oft, dass sie eben direkt in Konzentrationslager kommen und getötet werden. Da verbirgt sich dahinter quasi, dass man eben, dass die Nazis noch in dieser Endphase die Endlösung der Judenfrage, wie sie es nannten, eben beschleunigen wollten. Und deswegen eben auch die Menschen in den Mischehen jetzt in den Konzentrationslager gebracht haben. Wir haben auch wieder ein Bild von der Familie Josenhans, um die es jetzt geht. Da sieht man Else und Wilhelm Josenhans, die Eltern und die beiden Töchter, Liselotte und Annemarie. Und ja, Else Josenhans bekommt eben auch genau so ein Schreiben. Und zwar hier also von der Dorotheenstraße, von der Gestapo-Leitstelle Stuttgart geht es aus von Walter Schurer, dem Leiter des Judenreferats. Er schreibt ihr eben, sie habe sich im Durchgangslager in Bietigheim einzufinden und von dort muss sie dann eben zu einem Arbeitseinsatz in den Osten. Die Familie hat natürlich riesige Angst. Aus Verzweiflung versuchen die Kinder, die Mutter zu retten, indem sie ihr den Fuß brechen, also sie brechen ihr den Knöchel, damit sie eben krankgeschrieben wird. Und es passiert tatsächlich auch, da ist die Bescheinigung zu sehen, die ärztliche, eine befreundete Ärztin schreibt ihr diese Bescheinigung und ja, bescheinigt ihr eben, dass sie nicht transportfähig und schon gar nicht arbeitsfähig ist. Dann kommt sie ins Robert-Bosch-Krankenhaus und dort lernt sie unglücklicherweise einen Mann kennen, Josef Burer. Und der ist Gestapo-Spitzel. Das weiß sie aber nicht, sie vertraut sich ihm an und Josef Burer verspricht ihr eben, ihr zu helfen. Gegen das Familiensilber will er sie außer Landes bringen und die Familie. Und dann verabreden sie sich am Bahnhof hier in Stuttgart, im Hauptbahnhof, ein paar Tage später. Die Familie geht dort auch hin zum Treffpunkt und zum vereinbarten Zeitpunkt, aber Josef Burer ist nicht da, sondern eben die Gestapo. Sie wird mitgenommen, direkt die ganze Familie werden hier in die Dorotheenstraße gebracht, verhört. Die Kinder, nach 10 Tagen kommen sie frei, die beiden Töchter. Und sie, Else Josenhans, wird aber weiter eingesperrt, ins Gefängnis gesteckt. Mittlerweile sind die Zellen hier auch nicht mehr nur Verhörzellen, sondern es sind richtige Gefängniszellen daraus gemacht worden. Stuttgart war ja sehr stark zerstört durch die Luftangriffe und auch die Gefängnisse sind zerstört worden und deswegen hat man hier eben auch teilweise Zellen eingerichtet. Also sie kommt in eine dieser Zellen und ein paar Tage später, im April 45, also kurz bevor die Alliierten kamen, wird sie dort gehängt. Sie wird gehängt von Anton Dehm, dem Wachmann und Gestapo-Mitarbeiter, der noch da ist. Die meisten sind 45 schon geflohen, also April 45, aber er ist noch da und er führt noch die Befehle aus, die von den Geflohenen noch kommen, unter anderem von Muskai, wie er später eben in der Verhandlung angibt. Friedrich Muskai war hier der Leiter eben zu dieser Zeit der Gestapo, der aber auch schon nicht mehr da ist. Aber wie gesagt, Anton Dehm führt die Befehle aus und erhängt sie in der Zelle. Er erhängt auch zwei französische Kriegsgefangene. Deswegen kommt er später vor ein französisches Militärgericht 48, wird auch zu 20 Jahren Haft verurteilt, aber schon Anfang der 50er kommt er frei und ja, ist eben wird also es gibt eine Amnestie und er kommt frei. Darüber hat die Abendschau, also hat der SDR in der Abendschau einen Beitrag gemacht über die ganze Geschichte. Und der ist hier auch zu sehen. Das war Anfang der 60er. Da schau mal kurz rein. Genau. Ach so. Muss kurz lautstellen. Und dann. Ah.
In solch einer friedlichen Wohngegend lebte noch Anfang 1945 eine Familie, die immer wieder den Hass ihrer Nachbarn spüren musste, obwohl sie evangelisch war. Aber die Mutter hatte jüdische Eltern. Und das genügte der Gestapo, die sich hier eins ihrer gemeinsten Verbrechen einfangen ließ. Schauplatz, der Hauptbahnhof. Vater, Mutter und zwei Kinder sollten eine Reise in die Sicherheit antreten. Bevor sie den Zug bestiegen, wurden sie mit vorgehaltenen Pistolen zu einem letzten Fußmarsch genötigt. Hier in der Dorotheenstraße, damals das berüchtigte Gestapo-Gefängnis, riss man die Familie auseinander. Die Mutter wurde einem brutalen Gefängnisleiter ausgeliefert. Ein Beamter, der ihn nach Kriegsende vernahm, ließ uns sein Geständnis vor. Die Frau war von mir im Keller in einer Zelle eingesperrt. Ich ging zu ihr und bat ihr eine Vorhangschnur um den Hals. Dann ließ ich sie auf einen Stuhl steigen und befestigte das andere Ende der Schnur an einem Haken in der Wand. Jetzt ließ ich den Stuhl wegziehen. Zunächst riss die Schnur und die Frau fiel zu Boden. Sie lag vor mir, fiel auf die Knie und bat um ihr Leben. Lassen Sie mich doch, ich bin eine Mutter. Sie haben doch auch eine Mutter. Aber keine so Judensau wie du, sagte ich und habe die Frau mehrere Mal ins Gesicht geschlagen. Danach habe sie erst aufgeregt. Wegen dieses und vier anderer bestialischer Morde verbrachte der Mann knappe 8 Jahre im Gefängnis. Dann kehrte er zurück und lebt heute wieder unter uns. Hören Sie seine Stimme. Ja, aber nein, ist gewissen. Ich habe gar nichts mehr wieder. Ich war 8 Jahre in Freundschaft, habe keine Pfennig haben gekriegt. Und ich bin noch 50 Cent gekommen, die haben jetzt wieder voll angefangen mit nichts. Kein Mensch ist gekommen, hat einen Pulver. Genau. Das war's von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank für euer Interesse und ja, wenn ihr wollt, die Führung wird auch auf den Social-Media-Kanälen und am YouTube-Kanal von Haus der Geschichte Baden-Württemberg zu sehen sein. Nachher stellt Lea sie ein und ja, kann man auch natürlich weiterempfehlen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.